der ganze Bau dort, also die, wie das arrangiert ist mit dem Wasser davor. Und das ist ja wirklich richtig, kommst dir vor wie in so einer anderen Welt. Dann stehen da wunderschöne 60er, 70er Jahre Formel-1-Autos rum, so dass du dir denkst, ja, das ist aber schön hier. Ha, herrlich. Das ist, hat eine glaubwürdige Historie, das Ganze. Ne? Das, da ist Sport dahinter. So, what about the heart of the car, the engine? What's the change to this? No, the heart of the new 720S is the clue is in the name. Ah, okay. This is a new 4-liter V8 twin turbo engine. Okay. 720 PS, 770 newton meters of torque. Okay. Giving extreme performance, but it's also an efficient engine. Mm-hmm. Good on fuel economy. 10.7 litres in the combined cycle, 249 grams CO2. Okay. So efficiency and extreme power from a new 4-litre engine. Ooh, okay. Wir haben 3, noch was Millimeter den Hub vergrößert, dadurch nicht mehr 3,8, sondern 4 Liter Hubraum. Und haben halt das ganze Surrounding ein bisschen verändert. Also sprich, die Turbolader haben sich ja auch weiterentwickelt. Das heißt, die haben etwas weniger Massenträgheit. Das heißt, der wird etwas spontaner Ladedruck aufbauen. Das heißt also, das Ganze wird ein bisschen gestraffter sein, denke ich mal. The aerodynamic looks very special when I see this here, that you, it's not visible. Yes. From the sideline. That's obviously evident here in the styling. Yeah. You've got no visible side air intakes. Yeah, yeah. On the body side. It looks very clean, yeah, yeah. So, what you've got instead is the air coming in through here. This double skin on the door. Yeah. So you've got air coming down here. Wenn ich nicht so der Design-Typ, wenn ein Auto gut fährt, kann das aussehen, wie es will für mich. Fast. Aber das ist natürlich interessant, das so zu lösen, dass man eben den trotz seiner Fahrwerte und seiner Power eben nicht so aufschlitzt an der Seite, sondern das so versteckt löst, finde ich cool. Und die haben die gesamte Aero-Effizienz verdoppelt. Sprich, also du hast ja immer ein Zusammenspiel aus Luftwiderstand und den Abtrieb, der erzeugt werden kann. Und diesen Zusammenhang, das ist doppelt so gut wie beim Vorgänger, wie beim 650S. Also hat mehr Downforce und weniger Luftwiderstand. Und das finde ich mega interessant. Das fährt wahrscheinlich in den schnelleren, in den Mood-Kurven wird man das deutlich merken. So wie ich die bisherigen McLaren-Modelle kennengelernt habe, angefangen vom MP4 12C über den 650S. Die Fahrbarkeit von den Autos ist wirklich ganz weit oben anzusiedeln und die werden bei dem Auto sicherlich keinen Schritt zurück gemacht haben. Außerdem sieht man bei dem Auto ganz gut, dass der Fahrer etwas mehr in der Mitte sitzt. Das heißt also, du sitzt zwischen den Achsen, also genau auf der Hochachse. Und das ist für die Fahrbarkeit generell super. Visibility is significantly improved because you've got not only a lot of glass, you've also got a slim A pillar, a windscreen pillar. Yeah, yeah. Good front of visibility. And you can see if we look through here, you can see the carbon fiber structure is exposed. Die Grundstruktur vom Auto ist ja aus Carbon und das Schöne ist, finde ich, dass man einfach an ein paar Stellen auch das sieht, dass es nicht zu Tode verkleidet ist, so ein Auto. Ah, no. Yeah. Ah, okay. So. Klar, wenn du dann das Display runterklappst und du fährst nachts, hast du nur noch so einen kleinen Balken und sonst nichts mehr da drin an. Das ist wahrscheinlich sehr angenehm nachts. Und so ein bisschen, dass du, wenn du über die Schulter schaust und hinten raus was sehen kannst, ist natürlich ganz praktisch, weil fahr mal mit irgendeinem 70er-Jahre-Sportwagen, siehst du hinten nichts. Und wenn du irgendwo mal zurücksetzt, musst du da halb aus dem Auto raushängen, damit du siehst, dass du nirgendwo gegenfährst. Das ist natürlich ziemlich... Das ist für die Fahrbarkeit, wenn du damit ganz normal fährst, natürlich ziemlich cool. It's a tremendous amount of effort gone into making this a very welcoming driver environment.
And it's really all about giving an owner, giving a driver, a real experience of being in a McLaren, an enjoyment of driving. Es ist immer aufregend, was Neues zu sehen, aber es ist natürlich auch hart, dass man nicht fahren kann heute. Sehr hart. Sonst sehe ich was, steige ein und fahre damit los. Heute nicht. So wird man immer mal wieder seelisch und charakterlich veredelt.